Hallo, hier habe ich eine kleine Mod-Vorstellung für euch, beziehungsweise vielmehr sind es zwei Mods. Einmal haben wir hier diesen MAN-LKW und hier nochmal ein Anhänger passend dazu. Und der zweite Mod sind diese Module, die man dann dort verwenden kann. Also von dem Modder gibt es mehrere Module dafür und hier haben wir halt das Forstmodul einmal mit und einmal ohne Kran. Bevor wir loslegen, schauen wir mal schnell in den Shop, wie die Preise sind. Dann haben wir also einmal hier den LKW als Agrarversion, einmal mit Straßenbereifung. Preis, ja, finde ich, ist okay. Dann haben wir hier die beiden, nee, vier, genau, vier Stück sind's. Das ist einmal mit tiefer und einmal mit hoher Kupplung. Und dann haben wir eben hier auch einmal als Krampe, als Dreiachser und die anderen sind eben Fliegelnachbauten als Zweiachser. Laden können sie jede Menge. Und dann haben wir, also je nach Modul natürlich, dann haben wir hier die beiden Module mit Kran. Klar, Kran kostet was, ist ein bisschen teurer. Ohne Kran, ja, 9500 ist okay. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. So, gehen wir mal in die Außenansicht. Und dann zeige ich euch das Ganze hier mal. So. Fahren wir also einfach nur drunter. Drücken Q und es ist drauf. So, das gleiche können wir jetzt natürlich dann auch mit dem Anhänger machen. Das heißt erstmal zurück zum Anhänger fahren. Anhänger ankuppeln, den Anhänger noch ein bisschen zurückschieben und zack, haben wir das hier alles zusammen. Sieht also soweit ganz schick aus. Kran können wir hier dann so ganz normal bewegen. Dann haben wir hier ganz normal Rundumleuchte. Wir haben unser Fahrlicht. Wir haben Arbeitslicht vorne. Wir haben Arbeitslicht hinten, was gleichzeitig auch Beleuchtung am Kran ist. So, machen wir alles wieder aus. Hupe haben wir auch noch. Laut und deutlich. So, und dann schauen wir hier also dementsprechend. Hier sehen wir Straßenbereifung drauf. So, und ein schönes Nummernschild. Vorne haben wir ein Zugmaul auch noch dran. Hinten haben wir beide. Wir haben jetzt also hier den Anhänger mit der hohen Kupplung. Man kann aber auch den mit der niedrigen anhängen. So, dann machen wir mal geschwind da hinten hin weiter. Da habe ich nämlich schon mal was vorbereitet. Und zwar haben wir dort das gleiche Gespann in der Agrarversion. Also da sehen wir hier schon deutlich, da haben wir dementsprechend die Agrarbereifung drauf. Und da habe ich schon mal ein paar Ästchen aufgeladen. Ein Problem, was man hier schon sieht, wenn man also das vordere Modul ganz voll macht mit Baumstämmen, dann kann man so den Kran nicht mehr unterbringen. Also dann wird man den wohl nach oben wegstehen lassen müssen. Und wenn man dann halt dementsprechend unter einer Brücke oder sowas herfahren muss, wird das schwierig. Was mir auch ein bisschen fehlt, ist eine Krankamera. Also wir haben die Innenperspektive, wir haben die Außenperspektive, aber keine Krankamera. Das ist ein bisschen schade. So, dann werden wir hier jetzt mal Gas geben und werden in Richtung unseres Sägewerks fahren und schauen uns mal an, wie wir das Ganze dann dort abkippen können. So, kommt nach Platz hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, da fahren wir hier lang.
Ja, da bin ich jetzt selber auch ein bisschen gespannt. Denn das Abkippen habe ich mir jetzt selber auch noch nicht angeschaut. So, passen wir hier auch durch. Ja, das geht. Geladen. Wir können also hier hinten auch nochmal drauf schauen. Also können wir hier also auch ein bisschen hin und her poltern. Das wackelt zwar, aber es fällt nicht runter. So, dann werden wir hier hinfahren zum Abladen. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert und hier nicht der Trigger zu hoch ist. Aber wenn wir so daneben fahren, sollte das hier gehen. So. Geräteauswahl nach vorne. Da sehen wir auch noch unten rechts so einen kleinen Fehler. Da ist das Modul, das Symbol ein bisschen hoch. Aber da kann man von absehen. So, jetzt schauen wir mal. Aufklappen. Ah, da ist der Kran ein bisschen im Weg. Okay. Und dann können wir das Ganze wieder zuklappen. Also einfach mit X. Und mit der Numpad 7 können wir da also auch eine Abstützung während der Kranarbeiten reinmachen. Jetzt hat uns das natürlich ein bisschen rübergeschoben. Schade. So. Aber geht noch hier nach hinten wechseln. X. Und auskippen. Funktioniert wunderbar. Also, ich denke mal, für die, die gerne mit Forst arbeiten, ist das mit Sicherheit eine Alternative. Wie gesagt, so Geschichten wie eine Krankamera wäre ganz schön, wenn die in einer Version noch nachgereicht werden würden. Ansonsten auch hier Warnblinker, funktioniert alles. Schauen wir noch kurz in die Lok. Die Lok sieht auch wunderbar aus. Also, alles kein Problem. Ich hoffe, euch hat die Mod-Vorstellung gefallen und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao.